Morgens, hier ist er wieder, euer Dutchman. Diesmal, ja, mit der 221. Folge Minecraft. Let's Showplay, natürlich. Aber mit einer besonderen Folge. Ich habe nämlich einfach mal die Kamera mitlaufen lassen, wenn ich zwischen den eigentlichen Aufnahmen in der Welt unterwegs bin, damit ihr einfach mal auch ein bisschen seht, was ich so tut, wenn ich nichts tue, sozusagen. Wenn ich also nicht aufnehme, wenn ich einfach so ein bisschen hier in der Welt unterwegs bin und ja, ihr seht hier in der Nähe von Klein-Venedig bin ich da gestartet, erkunde hier eine kleine Höhle und ja, werde nachher sehen, ob das zur Länge vom Audiokommentar her passt oder ob ich das nachher noch ein bisschen im Zeitraffer machen muss. Ich möchte nicht nämlich einfach mal über ein besonderes Video sprechen, was mir aufgefallen ist. Und zwar auf dem Kanal von dem guten Yetivin. Der eine oder andere kennt ihn vielleicht, hat ihn vielleicht so schon kennengelernt oder über Rainer Schauder entdeckt. Rainer Schauder findet ihr ja auch in meiner Empfehlungsbox. Und der Yetivin hat ein interessantes Video gemacht mit einer Vlog, mit einer, ja, etwas provokanten Aussage, mit einem etwas provokanten Titel, nämlich warum ich keine LPs mag, keine Let's Plays mag. Und ja, er macht eigentlich selber ja Spielepräsentationen, Vlog, so ein bisschen einen schönen bunten Mix auf seinem Kanal, ist wie Rainer Schauder auch sehr, ja, sehr interessiert an Spielen, auf eine sehr, ja, ich möchte es nennen, leidenschaftliche, sehr passionierte Art. Ist also ein sehr engagierter Spieler, der sich sehr viel mit den Spielen auseinandersetzt, mit ihrer Geschichte, mit ihrer Entwicklung, mit der Atmosphäre und so weiter. Und ja, er hat einfach mal in einem Vlog erklärt, warum er keine Let's Plays mag. Hat auch zu Anfang gesagt, dass er da sehr viele Bedenken hatte, dieses Video zu machen, weil er halt befürchtete, dass halt die ganzen Let's Player, na, kriegen wir den Creeper? Jawohl. Dass halt die ganzen Let's Player und Let's Player Fans vor allen Dingen sich da auf ihn stürzen und ihn also niedermachen, was Gott sei Dank nicht passiert ist. Also da erstmal Respekt für den Mut, dieses Video zu machen. Und Respekt aber auch an die Community, an die Zuschauer beim Yetivin, dass der befürchtete Shitstorm also ausgeblieben ist. Es sind richtig tolle Kommentare zu diesem Video geschrieben worden. Schaut euch die bitte auch an. Es ist eine ganze Reihe von Kommentaren, die da zusammengekommen sind. Als ich das Video gesehen habe, waren es so um die 140, die ich mir also auch dann noch alle mit angeguckt habe. Empfehle ich euch auch dringend, sich eben auch die Kommentare durchzulesen, nicht nur das Video anzuschauen. Der Yetivin, ja, setzt sich halt sehr gründlich und auf eine sehr persönliche Art und Weise mit Let's Plays auseinander und erklärt eben auch sehr gut und argumentiert vor allen Dingen auch sehr gut, was er an Let's Plays nicht mag, warum er da mit den Let's Plays so seine Probleme hat. Und der erste Punkt, den er eben anspricht, ist das selber Spielen versus Zugucken. Denn bei einem Let's Play schaut man ja doch jemandem anders zu, wie er das Spiel spielt. Und das steht eben für den Yetivin zwischen dem Spiel und ihm dann eben der Let's Player. Und er empfindet das eben eher als Hindernis, kann sich damit eben nicht richtig auf die Atmosphäre des Spiels einlassen und ist einfach auch viel zu neugierig und viel zu sehr interessiert an Spielen, als dass er sie sich von jemand anders vorspielen lässt. Und das ist meiner Meinung nach auch ein sehr guter Grund, sich eben nicht mit Let's Plays zu beschäftigen, keine Let's Plays zu schauen oder nicht ausführlich Let's Plays zu schauen. Ja, wenn man eben wirklich das Spiel noch selber spielen will, sich selber damit auseinandersetzen will und sich wirklich ohne vorherige Beeinflussung da seine eigene Meinung, sein eigenes Bild von dem Spiel machen will, ganz klar. Ja, kein Let's Play kann das
Gefühl vermitteln, das Spiel selber zu spielen. Ja, das ist ja auch nicht das Spiel, das Ziel eines Let's Plays oder der Sinn. Ja, und generell funktioniert ja das bei anderen Zuschauern zuschauen, bei Dingen, die man selber gerne macht oder machen würde, funktioniert ja eigentlich nur in einem bestimmten Bereich, nämlich den Pornos. Aber zum Beispiel schon ein aktiver Fußballspieler wird immer lieber selber spielen, als anderen beim Spielen zuzuschauen. Ja. Und besonders gilt das eben für jemanden, der sich so intensiv, so leidenschaftlich, so passioniert mit Spielen beschäftigt, was sowohl die Quantität, also die Anzahl, die Bandbreite der Spiele angeht, als auch eben die Intensität und damit eben auch die Qualität, der sich also der Yetivin mit Spielen beschäftigt. Ja, da gilt das natürlich besonders. Also lieber selber spielen, als jemandem dabei zugucken, ist natürlich ein sehr guter Grund, ein ganz wichtiger Grund, keine Let's Plays zu schauen. Was ihn eher interessiert, sind natürlich solche Reviews oder Präsentationen von Spielen, wo halt ein Spiel vorgestellt wird, auch über eine längere Zeit, also eine halbe Stunde, Stunde vielleicht, das Gameplay gezeigt wird und darüber halt gesprochen wird. Ja. Wie es zum Beispiel bei Giga damals passiert ist oder Game One, so eine Stunde mit oder was weiß ich, sowieso angezockt. Ja. Da werden ja Spiele eher präsentiert als Let's Played. Das ist ja auch ein Unterschied, obwohl die Grenzen ja vielleicht ein bisschen fließend sind oder das so ineinander übergeht. Und mit den Definitionen Let's Play oder Review, Präsentation, hat man halt so die beiden Endpunkte eines Übergangs vom Schwarzen ins Weiße und dazwischen gibt's halt jede Menge Grau, auf der man sich bewegen kann. Ja, und wo diese scharfen Definitionen von Let's Play oder Review, Präsentation einfach nicht mehr so greifen. Ja, ich könnte mir schon vorstellen, dass es so eine Mischform zwischen beidem gibt, ja, die vielleicht Erfolg hat oder auch nicht Erfolg hat. Aber wie gesagt, dieser Punkt, selber spielen, lieber selber spielen, als jemandem anders zugucken, wie er spielt, das ist halt für ihn ein ganz wichtiger Punkt, ein ganz wichtiges Argument für ihn persönlich, keine Let's Plays zu gucken. Und das ist auch eine Sache, denke ich, die jeder nachvollziehen kann. Ja. Ja, der Let's Player als Hindernis zwischen dem Spiel und dir, das ergibt sich schon eben halt logisch aus dem selber Spielen gegenübergestellt dem Zuschauen bei anderen. Na. Für andere ist natürlich der Let's Player so die Brücke, über die sie den Weg zum Spiel finden, über den sie in das Spielerlebnis eintauchen können. Das erlebe ich zum Beispiel oder nutze ich einfach auch bei vielen Spielen beziehungsweise Let's Plays aus, weil ich selber sehr wenig spiele und ganze Genres gar nicht spiele. Also zum Beispiel Point-and-Click-Adventures, Shooter, Jump-and-Run, Plattformen und also es gibt eine ganze Reihe Genres, die ich gar nicht spiele, weil mich das Genre an sich nicht reizt zum Spielen. Ein Let's Play eines Spiels aus diesem Genre schaue ich mir aber durchaus mal gerne an. Ja. Und da ist eben für mich ja der Let's Player so die Brücke, um eben am Spielerlebnis doch teilzuhaben oder ein Spielerlebnis für mich zu haben. Auch wenn das quasi gefiltert ist durch die Person des Let's Players und da muss man sich eben auch rausgucken, wem man sich da anvertraut. Na, von wem man sich in so ein Spiel einführen lässt. Da gibt's, es ist einfach nicht jeder Let's Player für jedes Spiel geeignet. Ja, und nicht hier, ja, er bringt nachher noch ein sehr gutes Beispiel, da komme ich einfach auch nochmal später drauf zu sprechen. Ja, was für ihn auch ein Kritikpunkt ist, was ihm aber auf jeden Fall aufgefallen ist, dass Let's Plays eindeutig ein PC-Medium sind. Es werden also hauptsächlich PC-Spiele Let's Played. Hat
Ganz einfach auch damit zu tun, dass der Einstieg sehr einfach ist. Ne? Ich brauche Fraps, ganz einfach für 30 Euro. Ein Headset ist meistens schon vorhanden und schon kann ich loslegen. Bei Konsolenspielen ist das ein bisschen anders. Da ist ja doch inzwischen HDPVR Standard, weil einfach die entsprechende Qualität, Bildqualität gefragt ist, die HDPVR liefern kann. Andere Videograbber und Karten bieten da leider nicht so gute Qualität und das Publikum bei YouTube ist inzwischen eben auch einen gewissen Standard gewohnt, wobei die Bildqualität natürlich nicht alles ist. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Ein wesentlicher Teil der Qualität eines Let's Plays oder der Güte eines Let's Plays macht natürlich der Let's Player mit seiner Person, Persönlichkeit und natürlich seinem Kommentar aus, seiner Art, das Spiel zu spielen und vielleicht auch noch das Video aufzubereiten. Ja, das ist ja ein sehr positives Beispiel, das Let's Play Pokémon Schwarze Edition von Herrn DK. Oder Herrn DK, ja. Ja, wo er das Ganze eben auch nochmal von der Videosoftware oder mit einer Videosoftware vom Schnitt, von Einblendungen und so weiter aufbereitet, wenn er also die einzelnen Pokémons vorstellt. Ja, das ist da recht aufwendig und richtig gut gemacht. Ja. Kann sich der eine oder andere Let's Player sicherlich eine Scheibe von abschneiden. Wie bei so vielen Punkten, die in Yetivins Video hier angesprochen werden oder die er anspricht. Na, deswegen finde ich dieses Video halt auch so wichtig für Let's Player. Einfach um ja sich Anregungen zu holen aus der Kritik, die er an Let's Plays übt, beziehungsweise aus seiner persönlichen Sicht der Let's Plays. Ja, er bringt einfach viele gute Argumente, spricht viele interessante Punkte an, aus denen man eben für sich als Let's Player was rausholen kann. Ideen nämlich, um ja seinen eigenen Stil weiterzuentwickeln, weiter auszuarbeiten. Ja. Aber nochmal zurück zu Let's Plays als PC-Medium. Ist sicher ganz einfach dadurch bedingt, dass eben der Einstieg auf dem PC sehr viel leichter ist als zum Beispiel auf der Konsole. Ja. Und ja, vielleicht liegt es auch ein bisschen an der Persönlichkeit von PC-Spielern im Vergleich zu Konsolenspielern. Ich glaube, dass man unter PC-Spielern viel eher Leute trifft, die gewohnt sind oder einfach dafür offen sind, aus einem Spiel noch mehr herauszuholen, als es einfach nur zu spielen. Stichwort, ich gebe einfach mal, also als PC-Spieler ist man ja durchaus einen gewissen Installationsaufwand gewohnt. Das mal so als kleines Trostpflaster für die Consoleros, dass man ja doch ein bisschen häufig rumbasteln muss, damit das Spiel endlich so läuft, wie man sich das vorstellt. Auf der Konsole hat man da einfaches Spiel, eine Datenträger rein und los geht's. Aber dadurch, dass PCler schon ein bisschen auf die Art und Weise gewohnt sind, sich stärker mit dem Spiel, mit der technischen Seite eines Spiels auseinanderzusetzen, sind sie halt auch offener für Sachen eben jenseits des Spiels, für die Arbeit in Foren, für Artworks. Ganz dicker Punkt natürlich das Modden zum Beispiel, was ja soweit ich weiß auf den Konsolen leider nicht möglich ist. Ja. Und ich glaube einfach, die Wahrscheinlichkeit unter PC-Spielern jemanden zu finden, der mit einem Spiel einfach eben mehr macht, als es nur in Anführungszeichen zu spielen, ist eben unter PC-Leuten etwas größer als bei Consoleros. Ja, da ist es einfach wesentlich natürlicher, das Spiel einfach einzulegen und in Anführungsstrichen nur zu spielen. Es gibt sicherlich auch unter den Konsolennutzern viele Leute, die gern mehr aus einem Spiel rausholen würden. Ja, aber beim PC ist das Ganze irgendwie naheliegender. Fast jeder hat irgendwie schon mal versucht, an einem Spiel rumzubasteln, vielleicht den Soundtrack rauszuholen oder sich mal die Texturen angeguckt und so eine Späße. Das ist eben halt auf der Konsole einfach nicht so naheliegend. Sagen wir es einfach mal so. No? Ich hatte ja vorhin angekündigt, dass er ein sehr interessantes Beispiel gebracht hat, der Yetivin, nämlich Limbo. Ein exzellentes Beispiel.
Er hat es aus seiner Sicht erklärt, das Ding war auf Steam verfügbar für die PC-Leute und schwupp, 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 gab es haufenweise Limbo-Let's Plays. Ah, und das hat ihn ja ein bisschen gestört, weil ihm auch ja aufgefallen ist oder ja stört, kann man ruhig sagen, denke ich mal, dass ja viele Let's Player sich einfach nur auf die aktuellen Spiele, auf eine relativ geringe Auswahl an Spielen stürzen. Und er hat eben, wie gesagt, Limbo als exzellentes Beispiel dafür angeführt. Da kann ich ihm also nur aus tiefstem Herzen zustimmen. Na, Limbo ist für das, was er sagen will, ein exzellentes Beispiel. Es ist einerseits ein PC-Spiel und sobald es eben über Steam für den PC verfügbar war, auch für relativ wenig Geld, kommt ja auch nochmal dazu, tauchten also haufenweise Limbo-Let's Plays auf. Ja. Und ja, Limbo ist einfach mal aus Spielersicht ein echtes Highlight in Sachen Atmosphäre, ein tolles Spiel. Und was das Spiel so für einen Let's Player dann noch zusätzlich reizvoll macht, ist eben, dass es aktuell war, in aller Munde war, dass halt viele Leute über Limbo gesprochen haben, von Limbo schon mal gehört haben, dass das ein tolles Spiel sein soll und, und. Und ein großer Vorteil für einen Let's Player ist natürlich auch, so ehrlich muss man sein, dass es schnell und günstig als Let's Play zu machen war. Ne? Das Spiel selber dauert nicht allzu lange. Das sind vielleicht 10, 15 Parts, eine Viertelstunde, 20 Minuten, die man da hat. Ja, es ist gut, schnell und günstig zu machen, also ein kurzes Projekt und damit für Let's Player natürlich attraktiv. Ja, und aus genau diesem Grund haben es eben alle oder sehr viele eben Let's Played. Ja, ähnliche Beispiele sind Portal 2, Uncharted, Need for Speed The Run, Skyrim. Okay, vielleicht nicht ganz so extrem, aber als Skyrim rauskam, starteten halt eben auch eine ganze Reihe Skyrim-Let's Plays. Na, mir ist es eben halt auch aufgefallen bei Need for Speed Uncharted, dass ja generell aktuelle Mainstream-Games hauptsächlich Let's Played werden. Und ja, dass man bei aktuellen Titeln eigentlich die Auswahl hat zwischen mehreren Let's Plays, was natürlich nicht verkehrt ist, denn ein Let's Play steht und fällt eigentlich auch mit dem Let's Player. Und da ist nicht jede Kombination gut und nicht jede Kombination gefällt jedem Zuschauer. Also es ist schon sinnvoll, dass es da eine gewisse Auswahl gibt, dass es von einem Spiel mehrere Let's Plays gibt von unterschiedlichen Let's Playern. Aber es ist schon ja, ein Punkt, der mir auch ein bisschen aufstößt, ehrlich gesagt, dass sich eben viele auf die aktuellen Neuerscheinungen Mainstream stürzen. Ja. Hängt natürlich auch damit zusammen, dass viele Let's Player unbekannte Spiele, Let's Playen, Indie-Games oder ältere Titel, Retro-Games. Ja. Der Haken ist eben, da guckt keiner zu, weil Mainstream ist nicht umsonst Mainstream, nämlich das, was die meisten Leute halt beschäftigt, interessiert. Von daher sieht man eben auch am meisten Mainstream. Wenn man jenseits davon was sehen will, muss man sich halt ein bisschen auf die Suche machen. Als Let's Player, ach, es ist immer halt so der Spagat, den man da dann macht, vielleicht zwischen dem, was man wirklich gerne selber machen möchte und dem, was man macht, um halt Zuschauer auf seinen Kanal zu bekommen oder für seinen Kanal zu interessieren. Minecraft ist vielleicht ein ähnliches Beispiel, weil es ja doch einige Leute Let's Playen, gerade kleinere Let's Player, die zum Beispiel so im Retro-Bereich oder Indie-Games generell aktiv sind und die einfach Minecraft Let's Playen, um damit Zuschauer für ihre anderen Projekte zu interessieren. Mal abgesehen vom üblichen Minecraft-Hype. Ja. Wie gesagt, also unbekannte Spiele, Retro-Games, Indie-Games, schaut kaum einer. Oder man schaut es halt eben erst nach Monaten. Und
wir sind hier auf YouTube und es gibt zwar den Spruch, nichts ist so alt wie die Zeitung von gestern, es gibt aber etwas, das älter ist als die Zeitung von gestern und das ist das Video von gestern, das YouTube-Video von gestern. Ja. Also insofern, die grundsätzliche Kritik, alle machen das Gleiche, ist da schon berechtigt. Let's Play-Szene insgesamt, denke ich mal, lässt sich da schon die Chance entgehen, einfach viel mehr Bandbreite zu zeigen. Es ist aber auch ein bisschen Sache der Zuschauer, sich ihre Wunschprojekte zu suchen, ihre Let's Plays zu suchen, beziehungsweise sie zu finden. Denn es gibt eine große Auswahl und es gibt eben viele Let's Player, die halt die unbekannten oder älteren oder Retro-Spiele zeigen, auch aus dem Konsolenbereich. Ja. Und wenn die Zuschauer erstmal so weit sind, dass sie halt suchen und halt ein bisschen auch abseits des Mainstreams gucken, dann denke ich, wird es da auch sicherlich noch mehr Angebot geben, weil sobald man anfängt zu suchen, findet man eigentlich auch immer was. Ne? Das ist ja so das Typische am Internet. Wie gesagt, aber grundsätzlich diese Kritik, ja, alle machen das Gleiche, ist schon berechtigt. Ja, schon das Schielen auf die Zuschauerzahlen, die man halt mit dem Let's Playen von aktuellen Mainstream-Spielen erreichen kann oder erhofft zu erreichen, um eben dann Zuschauer für die eigentlichen Projekte auf seinem Kanal zu interessieren. Andererseits ist es aber auch ein Vorteil, wenn ich zu einem Spiel die Auswahl zwischen Let's Plays von unterschiedlichen Let's Playern habe. Denn wie gesagt, nicht jeder Let's Player passt zu jedem Spiel und nicht jede Kombination von Let's Player und Spiel gefällt derselben Zuschauergruppe. Ja, wenn Gronkh zum Beispiel hier Duke Nukem Forever Let's Playt, dann ist es mit Sicherheit was anderes, als wenn das der Commander Krieger machen würde. Um mal vielleicht einfach zwei bekannte Szenegrößen hier zu kombinieren, auch wenn der Commander Krieger kein eigentlicher Let's Player ist. Aber er macht ja auch Let's Plays in letzter Zeit, zusätzlich halt zu seinen Commentaries. Und ich finde das eigentlich immer gut, wenn jemand so ein bisschen so sein Spektrum erweitert und über den Tellerrand guckt. Ja. Also zum Beispiel ein Limbo Let's Play. Da ist es schon fast wieder von Vorteil, dass das so häufig Let's Played wurde. Denn anhand des Limbo Let's Plays kann ich einfach verschiedene Let's Player vergleichen und mir den aussuchen, der mir vom Stil her am besten gefällt und mir dann seine anderen Projekte ansehen, wenn es mir auf den Let's Player ankommt. Beziehungsweise bei diesem Let's Player, der mir gefällt, kann ich dann gucken, ob er dann auch Spiele in seinem Programm hat, Let's Plays in seinem Programm hat von Spielen, die mich interessieren. Sie zu schauen. Na? Also von daher ist das nur gut und gesund, dass es da eben auch für jedes Spiel mehrere Let's Plays gibt. Minecraft hatte ich ja schon angesprochen, ist in der Hinsicht eindeutig gesondert zu betrachten. Es ist einfach ein eigenes Phänomen, was zwar mit Let's Plays zusammenhängt und Einfluss auf die Let's Play-Szene gehabt hat, einfach dadurch, dass sehr viele über Minecraft den Einstieg in Let's Plays gemacht haben oder gefunden haben oder eben mit einem Minecraft-Let's Play sich als Let's Player versuchen, ob sie nun bei Minecraft bleiben oder dann weitere Spiele Let's Playen, ist dann immer noch eine Sache, die man sehen muss. Aber Let's Plays und Minecraft sollte man nicht so einfach in einen Topf werfen, wenn man eben über Let's Plays spricht. Ja. Genauso ist die Kombination Gronkh und Minecraft und Let's Plays immer ein bisschen gesondert zu betrachten, weil es einfach eine Ausnahmeerscheinung ist, wie er einfach zur richtigen Zeit das richtige Spiel und der richtige Let's Player und das Interesse der Community, dieser Schneeballeffekt einfach zusammengetroffen sind. Das muss man immer als Besonderheit betrachten, wenn man also über YouTube, über Let's Plays oder über Minecraft spricht. Darf es natürlich aber nicht außer Acht lassen. Ne? Viele sind, wie gesagt, halt über Gronkh auf Minecraft und auf Let's Plays gestoßen und sehen dementsprechend auch
Minecraft und oder Let's Plays eben so, wie sie es bei Gronkh gesehen haben. Sie kennen halt nichts anderes, wie ich sag mal, vielleicht die, ich möchte sie vielleicht mal klassischen Let's Plays nennen, wie sie zum Beispiel Alligator 1024 jetzt Alblali gemacht hat oder Jisuanji und andere bekannte deutschsprachige Let's Player, GLP und so weiter. Ja, da hat ja jeder so seine Bandbreite von Leuten, die er da kennt. Aber wie gesagt, viele sind eben, mir ging es genauso, nämlich überhaupt über Minecraft und Gronkh auf das Thema Let's Plays aufmerksam geworden. Ich wusste vorher überhaupt nicht, dass es sowas gibt, bevor ich das bei Gronkh gesehen habe. Und ja, bin ehrlich gesagt deswegen auch aus der Richtung ein bisschen geprägt. Ich bin natürlich auch jetzt jemand, der immer gerne über den Tellerrand guckt und habe mir dann einfach auch bei anderen Leuten ein paar andere Sachen angeguckt. Was mir da sehr gut gefallen hat, zum Beispiel, war das Let's Play von L.A. Noire von Sarazar. Und auch bei Limbo habe ich mir einfach mal von zwei, drei verschiedenen Leuten das Let's Play angeguckt, einfach um den Unterschied zwischen den Leuten kennenzulernen. Ja. Aber wie gesagt, für viele ist halt das Gronkh Let's Play von Minecraft das, was sie als Let's Play kennen, obwohl sich ja klassische Let's Player eigentlich einig sind. Ich habe es das mal in einem Podcast gehört, der leider nicht mehr auf YouTube verfügbar ist, sonst hätte ich ihn hier verlinkt. Dass ja Minecraft eigentlich nicht Let's Playbar ist, weil es keine Story hat, keine Entwicklung, der man folgen kann, weil man sich als Spieler da alles selber ausdenken muss. Es hat oder hatte bis vor einiger Zeit eben auch kein Ende. Es ist ein Open-World-Game. Ja. Also, ich berufe mich da einfach auf gestandene Let's Player. Es war, glaube ich, auch Alligator 1024, also Alblali dabei. Die beiden anderen Namen habe ich leider nicht mehr im Kopf. Die einfach sagten, ja, also eigentlich ist Minecraft nicht Let's Playbar. Trotzdem Let's Playen ist so viele. Ganz einfach, weil sie es bei Gronkh gesehen haben und jetzt eben denken, okay, das, was Gronkh mit Minecraft gemacht hat, ist ein Let's Play und genau das versuche ich jetzt auch. Ja. Und da kommen wir auch nochmal auf einen ganz anderen, eben sehr wichtigen Punkt, den Yetivin angesprochen hat. Ich glaube, ich brauche das gar nicht hier zu beschleunigen, das Video. Ich werde die gute Stunde, die ich hier an Aufnahmen habe, auch so verquatschen können. Ja, ein ganz wichtiger anderer Punkt, den Yetivin eben angesprochen hat und zu dem er halt eben auch ausdrücklich auffordert, weil ihn natürlich wie jeden relativ bekannten YouTuber, etwas größeren YouTuber, halt Leute anschreiben und eben auch viele Let's Player anschreiben, die ihn bitten, auf seinen Kanal vorbeizuschauen, ihm vielleicht ein paar Tipps zu geben und. Na, kenne ich, geht mir ja ähnlich. Und er hat es nochmal ganz deutlich betont, dass man sich abheben muss, dass man seine Eigen- und Besonderheiten entwickeln und pflegen muss, dass die Persönlichkeit der Kern des Kanals ist. Nicht nur für Let's Player, sondern für YouTuber allgemein gesprochen. Die Persönlichkeit, das ist der Kern des Kanals. Ja, das ist das Kernstück, die Seele des Kanals. Und das haben entweder viele angehende, frische Let's Player noch nicht wahrgenommen, nehmen es vielleicht auch nicht wahr oder geben einfach auf, ohne diesen wichtigen Grundsatz entdeckt und vielleicht für sich umgesetzt zu haben. Ja. Man kann es eigentlich nicht oft genug wiederholen. Es gilt nicht nur für Let's Plays, es gilt nicht nur für Minecraft, es gilt für YouTube allgemein, ja, dass die Persönlichkeit, dass ein Kanal Persönlichkeit haben muss, sich von anderen unterscheiden muss, seine Ecken und Kanten, seine Besonderheiten haben muss, damit eben Leute eben auch einen guten Grund haben, genau diesen Kanal zu gucken und keinen anderen. Ja, gerade bei Minecraft Let's Plays ist ja die Vielfalt sehr groß. Und man kann es nicht oft genug sagen, aber man muss es auch immer wieder sagen, weil Yetivin bringt das Beispiel einer jungen Let's Playerin,
auf seine Frage, ja, was willst du denn, wie willst du denn werden, was stellst du dir vor? Die einfach sagte, ich möchte so werden wie Gronkh. Und das hat ihn also doch sehr beschäftigt, diese Antwort. Ja, und Jedivin eben drauf gebracht, halt diesen Punkt, diesen eigenen Charakter eines Kanals, diese Persönlichkeit eines Kanals wirklich nochmal so hervorzuheben. Und da kann ich ihm ehrlich gesagt nur zustimmen. Ja, ihr wisst ja, wie es bei mir ist. Ihr wisst, warum ihr bei mir seid und zuschaut. Das würdet ihr nicht, wenn ich ein normales Minecraft-Let's Play machen würde, so wie alle anderen. Ja. Also ganz wichtig, ja, generell bei YouTube, nicht nur für Let's Player, nicht nur für Minecraft gilt das, eine Persönlichkeit entwickeln. Das ist die Seele des Kanals. Sich von allen anderen unterscheiden, seine eigenen Arten haben. Ja. Und das bindet einfach die Zuschauer an einen. Damit baut man sich seine Community auf. Einfach aus den Leuten, denen genau diese Eigenheiten, genau diese Besonderheit gefällt. Ja, ja, was Jedivin auch noch anspricht, ist ein Punkt, bei dem er bei mir natürlich offene Türen einrennt. Er prangert. Da war wieder ein Creeper unterwegs. Okay. er prangert einfach eine gewisse, na was heißt prangern? Ja, doch, er stellt einfach in die Kritik und kritisiert einfach eine gewisse Verbissenheit bei Let's Playern, so hat er es genannt, und spricht halt eben darauf an, dass Let's Player sich an, ja, vermeintlich ungeschriebene Gesetze oder Regeln für ein Let's Play halten. Konkretes Beispiel für ihn war das 15-Minuten-Limit, an das sich viele halten, obwohl sie es eigentlich müssten. Er hatte tatsächlich ein Beispiel gefunden, wo ein Let's Player im Kommentar sagte, so, wir kommen jetzt an die 15 Minuten ran, ich muss jetzt Schluss machen. Und das mitten in einer Cutscene im Spiel. Ja, wo also wirklich nochmal die Story erzählt wird und weitergetrieben wird. Also ein ganz wichtiger Punkt eigentlich für ein Let's Play, in einem Let's Play, im Spielerlebnis auch überhaupt. Ich weiß nicht, habt ihr schon mal ein Spiel während einer Cutscene beendet? Glaube nicht. Ne? Also, wenn es ein ungeschriebenes Gesetz gibt für Let's Player, dann, dass eben Cutscenes nicht unterbrochen werden. Aber dieser Let's Player hat tatsächlich fast mitten in der Cutscene eben das Video beendet mit der Begründung, ja, wir sind jetzt an 15 Minuten ran, und dabei hatte er auf seinem Kanal überhaupt kein 15-Minuten-Limit. Er hätte längere Videos hochladen können. Ja, und das ist so eine Sache, so quasi vermeintliche ungeschriebene Gesetze, wie gesagt, dass eine Folge 15 Minuten lang sein muss. So feste Regeln gibt es halt vielleicht für Fußballspiele. Ne? Das Spiel dauert 90 Minuten und der Ball ist rund, oder andersrum. Also das Spiel ist rund und der Ball dauert 90 Minuten. Aber bei Let's Plays und auf YouTube gibt es diese Grenze einfach nicht mehr, diese Regel nicht mehr, auch wenn es sie früher einmal gab. Ja, es gab sogar noch früher eine Beschränkung, dass das Videos nur 5 oder 10 Minuten lang sein durften. Ja, aber diese 15-Minuten-Regel, das ist ja, ich sag mal, wie die Schallgrenze bei Flugzeugen. Da kann man sich dran halten, muss man aber nicht. Und es gibt auch keine guten Gründe dafür, sich daran zu halten. Dass die Let's Player oder viele neue, junge Let's Player es trotzdem tun, das nimmt Jedivin also hier zu Recht in die Kritik. Und da gibt es viele andere Punkte, die man meint, eigentlich bei einem Let's Play machen zu müssen, oder von denen viele angehende, frische, junge Let's Player ausgehen, dass sie es eigentlich so machen müssen. Scheinbare Tabus, die da einfach nicht in Frage gestellt werden oder an denen einfach mal nicht gekratzt wird. Ja. Wie zum Beispiel, ja, dass man einfach nur den Bildschirm abfilmt und zum Beispiel sich selber nicht beim Spielen zeigt.
Das ist zum Beispiel eine Sache, die in letzter Zeit ja häufiger vorkommt, dass also ein Let's Player sich selber beim Spielen und Kommentieren halt mit einer zusätzlichen Videokamera noch filmt und das eben als Bild im Bild reinschneidet, so wie wir es eben zum Beispiel vom Rainer Schotter Spielt kennen. Ist klar, dass zum Beispiel macht das ja auch bei ihrem Minecraft-Let's Play. Ist vielleicht eine Sache, die sich durchsetzen wird. Aber er hat eben auch mal einen Let's Player drauf angesprochen oder sogar mehrere und gefragt, ja, warum macht ihr das so? Warum zeigt ihr euch nicht? Und der hat da doch überwiegend die Antwort bekommen, das ist einfach so. Let's Player machen sowas nicht. Als ob das irgendwie Gesetz wäre, dass Let's Player sich nicht vor der Kamera zeigen. Was es ja effektiv nicht gibt. Es gibt keine niedergeschriebenen, in Stein gemeißelten Regeln für Let's Plays. Und ja, viele Let's Player scheinen sich aber eben trotzdem daran zu halten. Ne? Obwohl gerade Bild im Bild zum Beispiel beim Schnitt zusätzlicher Aufwand ist. Aber ich hatte ja vorhin schon mal das Pokémon Schwarz Let's Play von Herrn DK angesprochen. Wo er generell, wenn er zum Beispiel eben die Pokémons vorstellt, ziemlich großen Aufwand betreibt beim Videoschnitt. Das ist, ja, da ist richtig Arbeit reingesteckt und es ist aber auch richtig gut gemacht, das muss man noch dazu sagen. Und es ist eben sinnvoll eingesetzt. Es kommt an der Stelle wirklich dem Let's Play-Erlebnis, also dem Zuschauer, zugute. Ja. Und es ist eben so gut gemacht, dass es da keinen störenden Übergang, keinen Haken gibt, der einen als Zuschauer da irgendwie abbringen würde. Für den Zuschauer ist das wirklich richtig flüssig, wie er das macht, aus einem Guss. Das ist also richtig schön. Das könnte man eben zum Beispiel auch bei anderen Spielen machen. Man muss natürlich gucken, welches Spiel das vielleicht hergibt, welches Spiel es erfordert, bei welchen Spielen es sinnvoll ist, bei welchem Let's Play-Stil es Sinn macht, sowas mal zumindest auszutesten, aber generell etwas aufwendigere ja, Bildschirmgestaltung beim Let's Play ist vielleicht auch ein Trend, der sich ja gerade entwickelt und vielleicht auch durchsetzen wird. Ja, aber das ist halt so eine Mischung aus Unsicherheit, aus Unwissenheit, nicht über den Tellerrand schauen und zum großen Teil wahrscheinlich auch mangelnde Persönlichkeit, womit wir wieder eben bei dem Thema die Persönlichkeit als Seele, als Kernstück des Kanals wären. Ja, dass jemand entweder nicht auf die Idee kommt, sowas zu machen oder eben da die Chance zu nutzen, um sich von anderen abzuheben, sich vielleicht auch gar nicht traut, sich von anderen abzuheben. Meine Meinung ist, er muss alles so genau machen wie zum Beispiel der G-Punkt der deutschen Let's Player-Szene. Ich werde dieses Wortspiels nie müde, das werdet ihr immer wieder von mir hören. No? Aber es ist halt so, wie Gronkh sein kann halt nur Gronkh am besten. Und daran wird sich auch nichts ändern. Aber da muss man erstmal ein bisschen dahinter blicken oder das verstehen. No? Und ja, das ist halt viele Let's Player, die halt in dem Bereich jetzt anfangen, sind einfach recht jung. Und ja, das hat jetzt nichts ja, mit Unreife oder sowas zu tun, aber das kann man eigentlich auch als 20-Jähriger kapieren, sagen wir es mal so rum. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass man es als 30-Jähriger kapiert hat, ist einfach ein bisschen größer. Ja. Ja. Es haben ja beeinflusst oder inspiriert natürlich von Gronkh und seinem Minecraft-Let's Play. Diesen Riesenerfolg kann man einfach nicht außer Acht lassen, wenn man über Let's Plays redet. Haben natürlich viele Leute angefangen mit Let's Plays, viele natürlich auch mit Minecraft. Und man muss einfach sehen, was davon jetzt übrig bleibt. Ne? Viele werden irgendwann einfach aufgeben oder nur bei Minecraft bleiben oder was weiß ich, aber so der eine oder andere wird da vielleicht ja, sich durchbeißen, durchkommen, übers Kuckucksnest fliegen, um mal auf einen alten, guten Film anzuspielen, der Jack Nicholson, glaube ich, bekannt macht. Das war, glaube ich, für ihn so als Schauspieler der Durchbruch, einer flog übers Kuckucksnest. Ja, und
ein paar Let's Player werden aus dieser neuen Generation, möchte ich sie mal nennen, sicher übrig bleiben und ihren Weg machen. Und das werden aber mit Sicherheit jene sein, die ja, Sachen anders machen, als Gronkh sie macht, als alle anderen Let's Player sie bisher gemacht haben. Ja, die neue Ideen, einen frischen Stil, neue Persönlichkeiten einfach auch in die Let's Player-Szene reinbringen, vielleicht sogar das ganze Genre auf den Kopf stellen. Wer weiß, was da noch passieren wird. Ne? Aber ich bin mir sicher, ein paar werden da durchkommen und ihren Weg auf YouTube machen. Und vielleicht in einem Jahr, anderthalb Jahren, 2 Jahren zu, ja, zur Stammgruppe, wenn man es mal so nennen möchte, der bekannten Let's Player auf YouTube zählen. Ja, da wird sicherlich so der eine oder andere Neuzugang dabei sein. Ja. Ja, ganz wichtiger Punkt, den er eben angesprochen hat, seine ja, Gegenfrage auf die Bitte, schau dir doch mal bitte meinen Kanal an und vielleicht hast du Tipps für mich und warum schaust du nicht bei mir zu oder warum schauen bei mir so wenige zu? Na, das ist ja die Frage, die sich halt viele stellen. Oh, ich mache tolle Videos eigentlich und trotzdem gucken bei mir nur 40 Leute zu. Da ist eben ein ganz wichtiger Punkt, die ganz einfache Gegenfrage: Warum soll ich mir dein Let's Play anschauen, wenn ich auf 1000 anderen Kanälen das gleiche sehe und auf einigen, vielleicht ein, zwei Dutzend Kanälen, das Ganze sogar besser sehe? Ja, und die Antwort auf diese Frage ist einfach, die Persönlichkeit, die Eigenart eines Kanals, sich von anderen abzuheben. Ja, aber ja, alle, die ihr zuschaut und die ihr euch fragt, und na, warum schauen bei mir so wenig Leute zu? Warum? Und ich würde ja gar nicht, mach doch eigentlich alles richtig und Bildqualität und Pipapo, top und Kommentar und was kann ich denn machen? Die Frage. Na, stellt euch vor, Gronkh. Oder ein anderer, ja, bekannter YouTuber, jemand, den ihr anschreibt und fragt hier, wie sieht's aus, was hast du vielleicht für Tipps für mich? Ganz einfach die Frage, warum soll sich jemand euer Let's Play, eure Videos ansehen, wenn er das gleiche auf 1000 anderen Kanälen genauso gut sehen kann und auf einigen vielleicht sogar besser. In irgendeiner Hinsicht besser, aber einfach, wenn ihr das macht, was alle machen, einfach in der Masse. Untergeht. Und man muss dann allerdings auch so ehrlich sein, selbst wenn man sich von anderen abhebt, vieles anders macht, heißt das noch nicht unbedingt, dass dann automatisch der Erfolg kommt. Na, so ehrlich muss man sein. Es ist keine Garantie für den Erfolg auf YouTube, ja, für wachsende Zuschauerzahlen. Da gibt es einfach kein garantiertes Erfolgsrezept. Aber ihr werdet feststellen, jeder Kanal, der einigermaßen erfolgreich ist, hat seine eigene Art, seine eigene Persönlichkeit. Und ihr werdet kaum einen Kanal finden, der halbwegs erfolgreich ist, der keine Persönlichkeit hat, keine Eigenarten, der nicht Sachen anders macht, als sie bisher gemacht wurden. Ja? Ihr werdet natürlich jede Menge Nachahmer finden von bekannten Kanälen. Ja, das sicher, aber solange sie dasselbe wie das Original machen, wird da auch wahrscheinlich kein Erfolg kommen. Wie gesagt, ne? Gronkiger als Gronkh kann man kaum sein. Und Gronkh sein kann Gronkh am besten. Darin ist er unübertroffen. Der hat da ein paar Jahre Erfahrung drin, ne? So um die 30, wenn ich richtig informiert bin. Ne? Der tut ja sein Leben lang nichts anderes als Gronkh zu sein. Deswegen man selber sein. Seine eigenen Eigenarten, persönlichen Merkmale einbringen, entwickeln, umsetzen in einen Stil, ne, auf seinem Kanal. Das ist es. Das bringt einen dann schon ein Stück weiter. Ein anderer wichtiger Punkt in Jediwins Kritik an Let's Plays, seiner persönlichen Meinung zu Let's Plays, das muss man da immer auch berücksichtigen und hervorheben, macht er auch immer wieder während seines Videos. Ist das Thema, dass Let's Player das Spiel nicht präsentieren.
klar, da hat er auch vollkommen recht. Wenn ich ein Spiel präsentiere, dann ist das halt eine Präsentation oder ein Review zu einem Spiel. Sowas eben wie eine Stunde mit oder so und so angezockt oder was weiß ich, Rainer Schauder spielt zum Beispiel oder die Quickies bei ihm. No? Let's Play ist eben keine Spielpräsentation, da hat er recht. No? Und ja, auch wieder nicht so ganz. Man muss natürlich zwischen Präsentation oder Review eines Spiels und einem Let's Play einen Unterschied machen. Das hatte ich ja vorhin ganz am Anfang, so vor einer knappen Stunde, einer Dreiviertelstunde ungefähr, schon mal gesagt. Aber dazwischen ist schon ein fließender Übergang. Gut, ein Kernthema vielleicht des Let's Plays, wo es sich dann eindeutig von einer Präsentation unterscheidet, ist eben, dass man bei einem Let's Play das Spiel durchspielt, von Anfang bis Ende. Auch kein ungeschriebenes, in Stein gemeißeltes Gesetz gibt, dass man nicht verstoßen darf. Ja, ihr seht ja an meinem Flatout 2 Let's Play, da habe ich das ja durchaus einfach gemacht. Ich habe zum Beispiel die Stunts weggelassen, ja, die Events mit den Bowling-Spielen und so weiter, und ich habe nur die Derby-Serie Let's Played. Ja. Also von daher kann man da schon. Ja, gibt es eben zwischen der Präsentation oder der Review eines Spiels und einem Let's Play einen Unterschied, obwohl eben man sich auch durchaus in dem Bereich dazwischen aufhalten kann. Was finde ich auch eine sehr interessante Ecke ist, die wir vielleicht in Zukunft bei Let's Plays öfter sehen werden. Es ist ja momentan eigentlich so, dass wenn man ein Let's Play nicht durchzieht, also das Spiel nicht zu Ende spielt, durchspielt, dass das dann so, ja, quasi ein bisschen schamhaft eben als abgebrochenes Projekt bezeichnet wird. Ja, was eigentlich ein bisschen schade ist oder einfach mit ein bisschen Vorbereitung zu vermeiden wäre, wenn man sich eben von vornherein vornimmt, nur einen Teil des Spiels zu Let's Playen, was vielleicht eben bei großen oder lang andauernden Spielen mit langer Spieldauer, ja, eine neue Möglichkeit wäre, die eben Let's Player noch nicht für sich erschlossen haben. Ne? Hier mal der Wink mit dem Zaunpfahl. Da habt ihr was, wovon man sich oder womit man sich von anderen unterscheiden kann, indem man eben Spiele teilweise Let's Played oder na, vielleicht ein bestimmtes Kapitel Let's Played eines Spiels oder sowas. Je nachdem muss man halt gucken, was das Spiel dahergibt, was sich da anbietet. Ja. Um halt in diesem Bereich zwischen Let's Play und Präsentation oder Review zu arbeiten. Ja. Ja, Anregung, Idee, greift's auf, macht damit, was ihr wollt. No? Bei Jedivin ist es natürlich so, bei seiner besonderen Wertschätzung von Videospielen, der doch sehr intensiven Art, mit der er sich mit Videospielen beschäftigt, ist es eigentlich ganz klar, dass Let's Plays nicht sein Ding sind. Na? Da braucht man nur ein bisschen kurz drüber nachdenken. Zusätzlich kommt eben die große Zahl an Let's Playern gegenübergestellt der doch recht geringen Zahl an so passionierten, qualitativen, sag ich mal, Videofans oder Videospielfans, ist vielleicht nicht das ganze oder das ganz richtige Wort. Aber wenn man sich eben zum Beispiel Rainer Schauder anguckt, wie er Videospiele vorstellt, mit seiner langen Einleitung, wo er viel über das Spiel erzählt und seinem Fazit, wo er dann auch nochmal ja ausdrücklich und ausführlich auf das Spielerlebnis und verschiedene Aspekte des Spiels eingeht, nicht nur die Geschichte und was weiß ich nicht alles, Vorgänger, Nachfolger, Möglichkeiten, Pipapo, Einordnung in verschiedene Genres, was er da alles erzählt, das geht ja schon weit über den Rahmen eines normalen Let's Plays hinaus, wäre aber eine mögliche Ergänzung zu einem Let's Play oder eben eine Möglichkeit, sein Let's Play von anderen Let's Plays zu unterscheiden. Das nochmal als Wink mit dem Zaunpfahl.
Ja. Leute wie der Jetivin und eben ganz besonders auch eben Rainer Schauder, bei ihm ist es ja am offensichtlichsten, er ist da auch mit dafür am bekanntesten. Wo war ich jetzt? Jetzt ist der Faden weg. Ja, also es ist schon eine relativ sehr geringe Anzahl an Leuten, die sich so intensiv, so passioniert, mit so viel Leidenschaft und Energie und Engagement mit Videospielen beschäftigen. Ja, der Durchschnittsspieler steckt da weit weniger Aufwand rein. Ist mal, na, in den meisten Fällen wird das Spiel eben einfach gespielt. Und sich gar nicht so intensiv mit dem Spiel auseinandergesetzt, auch mit dem Spielerlebnis auseinandergesetzt. Von daher ist es fast zwangsläufig, dass eben gerade jemand, der sich so leidenschaftlich, so intensiv mit Videospielen auseinandersetzt, von vielen Let's Plays eben auch einfach enttäuscht ist, weil er das Gefühl hat, dass sie eben das Spiel kaputt machen, weil sie sich eben nicht dem Spiel nicht mit derselben Aufmerksamkeit, mit demselben Respekt, mit demselben Interesse häufig auch widmen, wie es eben Leute wie Jedivin oder nochmal erwähnt Rainer Schauder tun. Ja, und das ist ganz klar, dass man, wenn man sich mit etwas so intensiv beschäftigt und dann erleben muss, wie andere Leute sich nicht so intensiv damit beschäftigen, dass eben das einfach als respektlosen Umgang mit etwas erlebt, was einem einfach besonders am Herzen liegt. Das gibt's auf anderen Gebieten genauso. Ne? Und es ist eben, wie gesagt, die Anzahl der Let's Player doch deutlich größer als die Anzahl der Leute, die sich so intensiv und so leidenschaftlich, so passioniert, ich kann es einfach nur nochmal wiederholen, mit Videospielen auseinandersetzt. Die ist im Vergleich halt doch dazu sehr gering. Ja. Ein Let's Player kann, denke ich mal, durchaus so im Stil einer Präsentation oder einer Review Let's Playen. Der einzige Unterschied wäre im Prinzip dann, dass er das Spiel ganz durchspielt. Das wäre so die letzte Schranke oder fast das einzige ungeschriebene Gesetz beim Let's Playen, abgesehen von Never Cut a Cutscene. Also nicht in einer Cutscene die Folge abbrechen. Aber selbst das habe ich ja schon angesprochen, muss nicht sein. Man muss als Let's Player nicht das Spiel komplett durchspielen. Auch wenn es vielleicht alle glauben oder behaupten. Aber nein, man muss es nicht. Ich habe es ja mit Flatout 2 eben, wie gesagt, so gemacht. Von Anfang an gesagt, nee, ich mache hier nur die Derby-Serie, ne? Und die Crash-Derbys, aber eben zum Beispiel nicht die Stunts. Punkt. Hab das Ding so durchgezogen, wunderbar. No. Ja, wie gesagt, man, denke ich mir, kann durchaus einen Stil als Let's Player entwickeln, der eben doch sehr nah an einer Präsentation oder einem Review ist. Ein bisschen eine Schwierigkeit ist eben dabei doch, dass ein Let's Play immer deutlich länger dauern wird als eine Review oder eine Präsentation. Ja, Videopräsentation, selbst die langen und ausführlichen Berichte sind vielleicht eine halbe Stunde, Stunde. Einem Let's Play wird man doch meistens mehrere Stunden widmen. Ja. Da ist aber eben auch dann gleich die größte Herausforderung oder Schwierigkeit, vor der dann eben ein Let's Player steht, der in diesem Präsentationsstil vielleicht sein Let's Play machen möchte. Eine halbe Stunde oder Stunde etwas über ein Spiel erzählen geht, ist ja vielleicht sogar recht einfach zu nennen, im Vergleich zu 8 Stunden oder mehr über ein Spiel zu reden. Ja. Natürlich bieten Tipps und Tricks, wie man bestimmte Situationen im Spiel lösen kann oder an sie herangehen kann, und so eine Sachen. Es gibt unheimlich viel Stoff über den man reden kann bei einem Spiel. Spiel muss es natürlich auch hergeben, das ist auch nochmal eine Sache. Aber das eben 8 Stunden oder 10 Stunden oder 12 Stunden zu machen, ist im Vergleich zu einer Stunde doch schon eine deutliche Herausforderung. Also dieser auf das reine Gameplay beschränkte Stil, Tutorial-artige Stil oder Skill-Stil, so à la, guck mal, wie toll ich das gemacht habe, wie gut ich das kann,
der erschöpft sich halt irgendwann bei einem Let's Play. Je nach Genre, früher oder später. No? Also muss man sich als Let's Player noch andere Themen zu eigen machen, die man halt im Kommentar ansprechen kann. Und da geht es dann eben off-topic Richtung Unterhaltung, dass man eben beim Spielen ein paar Scherze macht. Oder ein bisschen Unsinn macht, sei es mit dem Spiel, sei es off-topic, oder eben, dass ich das, ja, wie bei mir zum Beispiel gerade mit diesem Video, zu sowas, zu so einer Art Vlog, entwickelt, nur dass man eben beim Reden nicht in die Kamera schaut, sondern das Spiel im Hintergrund zeigt. Das ist übrigens eine Entwicklung, die ja bei den Commentaries schon eingesetzt hat. Vielleicht als Stichwort nochmal, als Commentaries oder Kommentatoren bezeichnet man, ist auch wieder so eine eher auf allgemeiner Verabredung beruhende Definition, die hat sich nicht irgendjemand ausgedacht und alle müssen sich dran halten. Also als Commentaries oder Kommentatoren bezeichnet man Videomacher bzw. Videos, wo eben Spielszenen gezeigt werden, meist aus Online-Multiplayer-Shootern, Ego-Shootern, meist eben irgendein Teil aus der COD-Serie oder eben Battlefield Modern Warfare, ja, in die Richtung. Entstanden ist das eben halt auch aus dem Call of Duty-Bereich, dass eben irgendjemand mal angefangen hat, Multiplayer Gameplays hochzuladen und eben dazu zu schreiben oder zu erzählen, eben meist Gameplays, die er selber erspielt hat und dann eben zu erzählen, wie er das Ganze gemacht hat. Fing also auch eher Gameplay-bezogen an, so im Tipps- und Tricks-Tutorial-Stil. Und inzwischen gibt es aber eine ganze Reihe Kommentatoren, wie zum Beispiel LPK, German LPK, auch der Commander Krieger. Macht's ab und zu mal, die in den Kommentaren zu den Gameplays, das heißt im Audiokommentar, mal auch über ganz andere Themen sprechen, die teilweise sogar noch nicht mal mit dem Spiel zu tun haben, was sie da gerade zeigen, mit dem Gameplay. Ja. Das ist halt ein Trend, der sich wohl so in den letzten Monaten ein bisschen herausgebildet hat. Einfach, ich habe es bei German LBK mitgehört, glaube ich. Er ist drauf gekommen, einfach weil er neue Themen haben wollte, über die er sprechen wollte, weil sich das Thema über das Gameplay reden, also on-topic sozusagen zu kommentieren, für ihn so erschöpft hat und er gleichzeitig eben auch andere Themen hatte, über die er sprechen wollte. Und so hat sich das eben bei ihm zusammengefügt. Andere Kommentatoren werden es vielleicht gleich einfach für sich entdeckt haben, dass sie halt quasi ein Vlog machen und das mit Bildern aus einem Gameplay unterlegen oder jede andere Mischform dazwischen dann für sich entdeckt haben. Ich finde es interessant, denn ich bin gerade dadurch eben zum Beispiel auf German LPK neugierig geworden und schaue eben auch seine Videos, obwohl mich, wie gesagt, ihr kennt mich ja, Shooter und gerade Online-Multiplayer überhaupt nicht interessieren, überhaupt nicht mein Ding sind. Ne? Ihr wisst es ja, ne? Das Ding von EA mit der 3. Ja. Aber das ist halt ein Trend, der sich zum Beispiel im Kommentatorenbereich entwickelt hat. Und warum sollen das Let's Player nicht übernehmen? Ne? Ihr seht es ja bei mir und gerade auch an diesem Video. Ne, an dieser 221. Folge Let's Showplay Minecraft, dass man das, denke ich mal, durchaus machen kann. Gut, dieses Video ist auch einfach mal so ein bisschen so ein Testballon und auch ehrlich gesagt ein bisschen eine Notlösung. Ich habe das Material einfach mal aufgezeichnet, um euch auch mal so zu zeigen, wie ich halt zwischendurch zwischen den Aufnahmen durch die Welt laufe und eben hier mal ein bisschen farme, da mal ein bisschen farme, immer so das Material abhole und eigentlich viel mit hin und her fahren und Material von A und nach B zu schaffen unterwegs bin und hier ein bisschen zu machen und da ein bisschen zu machen. Ne? Mal gucken, wie es ankommt und
ob das vielleicht auch eine Sache ist, die man dann öfter im Showplay macht. Das ist natürlich nicht immer, aber zwischendurch immer wieder mal so Folgen gibt, wo einfach auf dem Bildschirm was passiert, was vielleicht nicht unbedingt wichtig ist für das Let's Showplay, für die Weiterentwicklung der Welt. Aber wo ich dann einfach im Kommentar die Gelegenheit nutze, mich mal über ganz andere Themen zu sprechen. Und vielleicht auch über Themen zu sprechen, die ich schlecht während des Spiels, also in einem Live-Kommentar, ansprechen kann. Ne? Ich nehme mir da einfach die Freiheit, in meinem Let's Showplay eben mal live zu kommentieren, on topic zu bleiben, mal live zu kommentieren und dann auch aber auch im Kommentar, im Live-Kommentar über andere Themen zu sprechen. Genauso nehme ich mir eben dann auch die Freiheit, mal Folgen im Zeitraffer zu machen oder eben sowas wie jetzt nachkommentiert und dann entweder on topic, also das zu kommentieren, was ich da gerade mache und baue, oder eben mal komplett off topic zu reden, so wie jetzt gerade. Ich nehme mir einfach die Freiheit. Wer will es mir verbieten? Ja, und diese Chance haben eben andere und alle Let's Player eigentlich, sowas zu machen, ist eine Sache der Persönlichkeit, ob man drauf kommt, ob man sich das abschaut, ob man selber drauf kommt und ob man es dann auch umsetzen kann. Natürlich, aber die Möglichkeit hat jeder. Ja? Das auch nochmal zu den sogenannten ungeschriebenen Gesetzen. Beim Let's Plays, da kann man ruhig mal gucken, ob man so nicht das eine oder andere mal, ja, außer Kraft setzt. No. Ja, also, da haben wir es doch noch. Jawohl. No. Er hat auch eine Szene aus einem Half-Life 2 Let's Play angesprochen, die ihm also, die für ihn so ein Schlüsselerlebnis war. Und es gibt wohl im Half-Life 2 irgendwo einen Raum, wo eben ein elektrischer Stuhl steht, wo also offensichtlich eben Leute gefoltert wurden, werden. Und alles atmosphärisch sehr dicht gemacht. Also auch die Stimmung wird da vom Spiel transportiert. Und er hat eben einen Let's Player gesehen, oder in einem Let's Play gesehen, dass der Let's Player halt diese ganze Stimmung, diesen doch sehr dramatischen Moment im Spiel, der einen als Spieler natürlich sehr packen sollte, vom Spielerlebnis her, ja, einfach, ja, für ihn zunichte gemacht hat, komplett ruiniert hat, indem er also da, auf dem elektrischen Stuhl herumhüpfte und irgendwas. Ne? Und das war für ihn, wie gesagt, so ein Schlüsselerlebnis in Sachen Let's Plays. Das merkt man auch, wenn er davon erzählt, wie sehr ihn das geprägt hat und doch, ja, man kann ruhig sagen, erschüttert hat. Ne? Und ich muss sagen, wenn ich diese Szene auch in einem Let's Play gesehen hätte, hätte mir ehrlich gesagt genauso viel getan, weil ich es schon mag, wenn der Spieler einfach möglichst viel von der Stimmung und von der Atmosphäre des Spiels transportiert. Und da so einen Affen zu machen, wäre also auch definitiv mein Fall, nee, definitiv nicht mein Fall gewesen. Aber ich denke mal, das liegt einfach auch an der Zeit, in der wir gerade leben. Dieser Let's Player dürfte stellvertretend für viele Spieler sein, die sich von der Story und von der Atmosphäre dann so einer Szene einfach nicht packen lassen, die sich das einfach entgehen lassen. Na, einfach mal so als Stichwort hier, ihr kennt ja alle bei YouTube, was man einfach als Fail-Geilheit beschreiben könnte, na, dass man also über die Pleiten anderer Leute doch am meisten lacht und die entsprechenden Videos doch die meisten Zugriffe haben. Ja, also wenn ihr viele Zugriffe haben wollt, baut einfach irgendwelche Scheiße nach dem Jackass-Prinzip. Ja, gibt zwar Zuschauer, aber egal. Na, oder irgendwelche Flachwitze, die man da reißt, so à la Rofel Erhard Lohr gesagt, magst du Bratwurst und so eine Späße. Das ist einfach, ja, vom Niveau her nix, beziehungsweise ziemlich weit unten. Ob es jetzt für ein Let's Play angemessen ist oder nicht,
ist vielleicht noch ein anderes Thema. Ich finde es nicht angemessen. Das ist aber eben auch meine Art, wie ich Let's Plays gerne sehe oder wie ich Let's Plays bevorzuge. Aber dass ein Let's Player sowas macht und natürlich sicherlich auch viele Spieler sowas machen, ist einfach so, ja, leider zeitgemäß. Na, wenn man sich einfach mal anguckt, wie viel von diesem Blödsinn, so ehrlich muss ja mal sein, rumschwirrt und beachtet wird im Internet. Ja, kommt es eben bei Let's Plays sicherlich auch einfach mal zwangsläufig. Ne? Was dafür? Also das Let's Play, ich habe es ja auch schon ganz am Anfang gesagt, steht und fällt einfach mit dem Let's Player. Der ist hier, denke ich mal, noch ein Stück wichtiger als bei einer Präsentation oder Review eines Spiels. Wenn ich ein gutes oder für mich interessantes Spiel präsentiert kriege von einem, ja, sagen wir mal, mittelmäßigen Präsentator, kann ich trotzdem Interesse für das Spiel haben und das für mich entdecken. Bei einem Let's Play, also ein mittelmäßiger Let's Player kann für den Zuschauer ein gutes Spiel ruinieren. Da ist die Gefahr durchaus größer, ne? Also der Let's Player, einfach weil man auch bei einem Let's Play länger dabei ist. Ist bei einem Let's Play, denke ich mal, noch ein Stück, ein Tick. Nicht viel, aber doch wichtiger als die Moderatoren bei einer Präsentation, ja, oder Review eines Spiels. Ja, aber gut. Aha, das ist halt der Punkt. Let's Player präsentieren nicht das Spiel. Das war so seine Kernaussage, Kernkritik, in dem er sich also da, oder um die sich so die letzten 10 Minuten seines Videos gedreht haben. Und da hat er einfach recht, ne? Let's Player präsentieren nicht das Spiel, Let's Player präsentieren sich. Ja. Der Let's Player ist eigentlich fast wichtiger als das Spiel. Bei einer Präsentation ist es umgekehrt. Einfach um diesen Unterschied zwischen Let's Play und Präsentation oder Review nochmal rauszuarbeiten oder einen Punkt zu haben, an dem man den Unterschied vielleicht auch nochmal festmachen kann. Ja. Und ja, das soweit dazu. Zack, 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 zack. Jetzt bin ich hier ziemlich weit nach vorne gegangen in meinen Notizen. Das ist natürlich nicht, ja, komplett aus dem Freien gesprungen. Ich habe mir vorher einiges an Stichpunkten notiert. Und ja, er ruft eben am Ende seine Zuschauer auf zu schreiben, warum schauen sie Let's Plays und warum gerade die sie schauen. Ja, und für mich ist es einfach so, ich bin kein typischer Gamer. Ich habe relativ wenig Spiele, ich habe keine Konsole. Und ich spiele auch recht wenig. Ja. Und schaue mir aber Let's Plays an von Spielen, die mich zwar interessieren, die ich mir aber nicht kaufen will oder kann, die vielleicht auch einfach aus einem ganz anderen Genre sind, was mich eigentlich als Spiel nicht interessiert. Ja. Zum Beispiel Limbo würde ich mir nicht kaufen, weil mich das Spiel, das Genre einfach nicht reizt, nichts für mich ist. Ich würde da die, weiß nicht wann, irgendwann, aber mit Sicherheit, würde ich da an einer dieser Kletterpassagen einfach verzweifeln und das Ding einfach in die Ecke feuern. Ja, hätte also da nicht großartig was davon. Und wenn ich das aber in einem Let's Play schaue, mit einem guten Kommentator, wunderbar. Ja, es ist ein bisschen so, wie andere Leute Fernsehserien schauen, so schaue ich mir Let's Plays an. Ne? Es muss mich, ja, das Spiel muss mich ja interessieren, reizen, es zu sehen, nicht es selber zu spielen. Wie gesagt, ich schaue kaum oder keine Let's Plays von Spielen, die ich selber spiele. Gut, Minecraft-Let's Plays schaue ich natürlich einfach immer mal wieder bei Leuten rein, schon weil ich drum gebeten werde oder einfach um zu sehen, was andere Leute in Minecraft machen. Aber abgesehen davon, eigentlich nicht.
Wo war jetzt wieder der rote Faden? Na, wir nähern uns ja hier auch so langsam dem Ende. Ja, also das Spiel muss mich interessieren. Und ganz wichtig ist eben für mich der Let's Player, der es spielt. Da will ich einfach auch unterhalten werden. Das kann sein, dass er on topic, also beim Spiel bleibt und das kommentiert, was er eben da erlebt und macht, wieso er es so macht, wieso er es anders macht. Es kann aber auch sein, dass er komplett off topic kommentiert. Aber Hauptsache, es ist interessant für mich. Es sind interessante Themen, die angesprochen werden. Es wird gut gesprochen und so weiter. Ja. Aber das ist so mit ein Grund, warum ich Let's Plays gucke. Vielleicht als Beispiel das Let's Play Geheimakte Tunguska von Trash Tasmani. Ja, ist ein Point-and-Click-Adventure. Also eigentlich absolut nicht mein Genre. Ich habe das Spiel aber bekommen, als ich Forenmoderator bei Deep Silver war. Irgendwann mal zu Weihnachten. War das im Päckchen drin. Hab's auch durchgespielt, aber mit Komplettlösung. Denn wenn ich's alleine versucht hätte, ohne Lösung, hätte ich an dem Spiel keinen Spaß gehabt. Hätte ich bei irgendeiner Knobelei das Ding einfach weggetreten. Ja. Aber mit der Komplettlösung, ich habe teilweise immer ein bisschen selber versucht und dann aber recht schnell in die Lösung reingeguckt oder nach einem Hinweis in der Lösung geguckt. Ja. Und da eben so für mich die Mischung gefunden, wie ich Spaß am Spiel habe. Das ist ja das Wichtigste. Ja. Wenn ich keinen Spaß an dem Spiel habe, klopfe ich es in die Tonne, kannst du alles vergessen. Und eben auf diese Art und Weise mit Lösung hinten an der Seite zu spielen, konnte ich halt eben wirklich die Story genießen, was da passiert, wie die Rätsel aufgebaut sind, natürlich auch. Ne? Und so hatte ich eben meinen Spaß. Und was mich am Let's Play von Trash Tasmani dazu gereizt hat, war einfach zu sehen, wie sie das Spiel spielt, als jemand, der sich da wirklich durchknobelt. Ich habe es auch eine Zeit lang später gesehen, gutes Jahr, anderthalb Jahre, nachdem ich es gespielt habe. Hatte also selber nicht mehr die komplette Story und alle Lösungen im Kopf, konnte das also auch bei ihr dann richtig genießen, wie sie da auf die Lösung kommt und rumknobelt. Ja. Das wäre ein Beispiel von einem Spiel, wo ich ein Let's Play gesehen habe, wo ich sogar das Spiel selber durchgespielt habe, aber einfach ein gewisser zeitlicher Abstand dazwischen, so ein Jahr, anderthalb Jahre. So. Anderes Beispiel, was ich schon erwähnt habe, war das Let's Play zu L.A. Noire von Sarazar. Da wollte ich einfach das Spiel kennenlernen und miterleben. Nur ist es ja zunächst nur auf Konsole rausgekommen. Ich habe keine Konsole. Und von daher war ich da einfach neugierig und ja, habe einfach dank Sarazars gutem Kommentar halt auch miterlebt, das Spiel, konnte die Atmosphäre genießen und in mich aufnehmen. Ich stehe also auch auf dieses, ja, auf die Design, Figuren, Autos, der 40er-Jahres-Stil, der da einfach wirklich gut getroffen ist. Konnte mich daran erfreuen, wie gut halt diese Atmosphäre im Spiel umgesetzt ist und wie sie halt vom Kommentator, vom Let's Player im Kommentar und in seinem Let's Play rübergebracht wurde. Na, das war also auch ganz wichtig dafür, dass ich mir eben halt dieses ganze Let's Play durchgängig angesehen habe und nicht ausgestiegen bin zwischendurch. Ja. Drittes Beispiel, Prince of Persia von TwoMG. Da bin ich vor Jahren einfach dran gescheitert auf dem PC. An diesem, ja, bin ich halt irgendwie über den zweiten Level nicht hinausgekommen. Und jetzt wollte ich einfach mal das ganze komplette Spiel sehen. Das Ding ist ja nun schon in Iren ergraut. Und ja, auch wieder dank des guten Kommentars von 2MG war es, der das Let's Played hat, war ich da auch die ganze Zeit bei der Stange. Und habe das also auch durchgängig mit angesehen. Ne? Ja, das vielleicht einfach so als Beispiele meiner Let's Plays. Wir sind hier dann auch fast schon am Ende. Und ja, zack, da ist das Video zu Ende. Und mir bleibt es einfach nur, ja, euch auf das Video vom Yetivin hinzuweisen. Link ist in der Beschreibung. Schaut es euch an. Schaut euch auch die Kommentare dazu an. Die sind auch nochmal wirklich gut. Und bitte macht in den Kommentaren keine Werbung für mich.
Ja, das einfach mal grundsätzlich. Ich hatte nämlich auch ganz groß die Befürchtung, dass halt dieses Video in den Kommentaren überflutet wird von Let's Playern und Fans von Let's Plays, die dann sagen, ey, aber hier, guck dir mal den an, der macht das gut und guck dir mal den an, der macht das anders und pipapo. Und es ist Gott sei Dank nicht dazu gekommen, dass die Kommentare zu diesem Video vollgespammt werden mit Werbung oder Hinweisen auf Let's Plays und Let's Player, sondern dass die Leute sich wirklich mit den Aussagen von Yeti Wien, mit seinen Argumenten, mit seinen persönlichen Gründen, warum er keine Let's Plays mag, da auseinandergesetzt haben. Ruiniert das bitte nicht. Ja, in diesem Sinne, bleibt mir treu, bleibt mir gewogen, empfehlt mich weiter. Adieu mit Ö.